Guten Tag, liebe Besucher unserer Homepage. Ich stehe hier im Synagogengarten. Hinter mir befindet sich das jüdische Bad, die Mikwe, ein ganz wesentlicher Teil des jüdischen Bezirkes hier um die Synagoge herum. Die Mikwe selbst stammt aus dem Jahr 1185, 1186, ist nahezu im Originalzustand noch erhalten, aber weist inzwischen nach den Jahrhunderten erhebliche bauliche Schäden auf. Und wir haben gerade eine Pressekonferenz gegeben, um darüber zu informieren, welche wissenschaftlichen Forschungsarbeiten jetzt anstehen, um sich genauen Aufschluss zu erhalten über den Bauzustand und die notwendigen restauratorischen und Sanierungsarbeiten, die in den nächsten Jahren notwendig sind. Die wissenschaftliche Untersuchung wird jetzt zunächst mal rund 2,5 Jahre dauern. Architekt Jürgen Hamm wird im Auftrag der Stadt und in Abstimmung mit der jüdischen Gemeinde und den beteiligten wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen die Maßnahmen koordinieren. Und die Stadt Worms betrachtet auch nach einem Vertrag aus den 50er Jahren es als ihre Aufgabe, das jüdische Kulturgut der durch die Nazi-Diktatur ausgelöschten jüdischen Gemeinde zu wahren, zu pflegen und weiterzuentwickeln und da, wo es notwendig ist, auch Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Wir wissen heute noch nicht genau, was das alles in allem kosten wird. Das werden erst die konkreten Untersuchungen ergeben, um dann auch konkrete Kostenberechnungen anzustellen. Aber wir wissen uns unterstützt von der Landesregierung Rheinland-Pfalz und von verschiedenen Einrichtungen des Bundes. Und deswegen, glaube ich, ist das auch im Zusammenhang mit unserer Bewerbung bei der UNESCO um die Anerkennung als Weltkulturerbe ein ganz entscheidender Beitrag, dass wir unter Beweis stellen, dass wir das materielle Erbe des jüdischen Kulturgutes zu wahren und zu pflegen wissen. Also ein hochinteressantes Projekt, das vor uns liegt, das mit viel Spannung verbunden ist, allerdings auch die nächsten Jahre die Zugänglichkeit der Mikwe erheblich einschränken wird. Dafür haben wir heute bei der Presse um Verständnis gebeten, weil Jahr für Jahr viele tausend Menschen aus der ganzen Welt kommen, um das jüdische Worms zu besuchen. Ja, die Arbeiten an der Mikwe in Worms, ein besonders bedeutendes Bauwerk aus dem jüdischen Erbe, werden wohl zwischen 5 bis 10 Jahre dauern. So ist es zumindest die Schätzung, die zeitliche Schätzung, die wir bisher vorgenommen haben. Der Zeitraum ist deswegen so indifferent, weil wir nicht genau wissen, wo es hingehen wird. Es gibt noch viele Dinge, über die wir uns noch Gedanken machen müssen, die Wissenschaft auch noch erfahren muss, wo wir Erkenntnisse gewinnen müssen. Das betrifft zum einen den Bewuchs auf den Oberflächen, das betrifft den Zustand der Steine, das betrifft auch den Zustand der Struktur, über die es zwar Vermutungen gibt, aber noch keine endgültige Erkenntnis. Wir werden also zunächst einige Jahre forschen und danach einige Jahre bauen.